Ja, willkommen zur Ausstellung Freiheit 1000 Bilder, eine Kulturachse-Ausstellung, kuratiert von Silvia Konrad, von mir und von der Katharina Grascher. In diesem Raum hier befinden sich die Werke von 30 Künstlerinnen. Das ist also eine große Vielfalt zum Thema Freiheit. Wir befinden uns hier in einer zweiten Hängung. Die erste Hängung war streng geometrisch. Da hat jeder eine Säule gehabt von den 30 Künstlern und das war dann wie ein Alphabet. Und einer der teilnehmenden Künstler, Andreas Wohnhauser, hat dann einen Remix gestaltet und hat sie alle umgehängt. Und jetzt ist es so eine Art Symphonie der Freiheit geworden. Und das ist sehr schön. Und ich darf euch jetzt durchführen. Wir beginnen hier bei den Skulpturen. Die erste Skulptur ist von Osama Zata. Osama ist ein Künstler, der in Palästina geboren ist und jetzt in Wien arbeitet und lebt. Und was wir hier sehen, sind 3D-Skulpturen von ihm selbst. Das ist eine Auseinandersetzung mit der eigenen Freiheit, mit der Freiheit über die Grenzen hinaus. Und diese Arbeit heißt Hausaufgabe. Das ist eine Kindheitserinnerung, wie er früher also immer in den Papierkorb geschaut hat. Also das sind Arbeiten, mit denen er sein Selbst darauf arbeitet. Und hier haben wir Heidi und Fernhaus, der Vogel, der die Freiheit des Raum-ABCs verkündet, mit den Ariquantensteinen. Steht schön hier im Fenster. Und hier haben wir ein Triptychon von David Jaspi. Das ist ein Künstler aus der Slowakei, der unterrichtet an der Akademie in Bratislava. Ich denke, er findet seine Arbeit in der meditativen Kontemplation seiner eigenen Werke, die er dann wie ein Universum betrachtet. Und er hat sie extra hier für die Ausstellung hergestellt. Normalerweise, also viele von diesen Künstlern arbeiten normalerweise sehr großformatig. Und extra für diese Ausstellung haben sie dann kleine Formate produziert. Denn das war die Vorgabe, so ungefähr im A5-Rahmen, damit eben hier auch eine Vielfalt entsteht. Hier haben wir Thomas Nimetz. Mit Thomas Nimetz kenne ich schon sehr lange. Wir haben zusammen studiert an der Kunstschule. Das sind seine expressiven Köpfe. Daneben ist ein Vogel von Gerd Rucker aus Polymer Clay, die er selbst gebaut hat. Die Freiheit, das Motto der Ausstellung ist ja: Tame birds sing of freedom, wild birds fly, von John Lennon. Das haben viele angenommen auch und haben dann die Vögel als Symbol der Freiheit eingearbeitet. Hier haben wir Sula Zimmerberger mit einer Arbeit und darüber ist der Stano Buba. Das ist auch ein Künstler aus der Slowakei, der an der Akademie Bratislava unterrichtet. Und er hat 4 Arbeiten gemacht, er arbeitet auch normalerweise großformatig. Und seine Arbeiten, wir haben hier die Wölfe entfernt, heißt die Freiheit der Wölfe endet, die Freiheit der Schafe. Wir haben diese Schafe befreit, die Wölfe haben wir umgehängt. Und hier haben wir einen Hans Glaser mit einem Symbol der Freiheit, dem Dalai Lama. Hans Glaser arbeitet, mit dem verbindet uns auch eine sehr lange Freundschaft und Arbeitsbeziehung. Und er arbeitet mit Stencil, er ist ein sehr vielseitiger Künstler, Fotograf, Maler, Zeichner und eben für sehr viele Stencil-Arbeiten. Hier ist ein Andreas aus Inni Rosenberg. Er hat über 2000, wenn ich mich nicht irre, solche Fantasiebilder geschaffen. Das ist eigentlich ein ganzes Universum, hat angefangen mit Fantasie-Insekten und die wurden dann immer freier. Und da hängen dann einige von ihnen. Hier ist ein Ernst Strahal, ein österreichischer Künstler, der hat die Arbeit auch extra für die Ausstellung gestaltet. Und da hatte ich ja noch eine zweite von ihm. Der Vogel, der Adler. Das ist ein Käfig mit sich fliegt. Hier ist Natascha Renner, eine russische Künstlerin, mit der wir auch schon zusammengearbeitet haben. Mit einer sehr schönen Arbeit. Und hier kommt wieder ein Osama Zata. Das ist wieder er selbst als 3D-Druck und spricht eigentlich über die Selbstbefreiung und die Identität als Künstler und selbst. Hier haben wir einen kleinen Moneyball von Wayne Barker aus Südafrika.
Die Herren Lade. Du kennst es. Und hier haben wir eine wilde freie Frau von Ulrike Lade, die Trapez-Künstlerin. Hier kommt noch ein Andreas mit einem Insekt, eben von allen. Und wieder ein Thomas Nemetz. Und zwei Stadtansichten von Jan Fekete, die heißen: Um die Freiheit müssen wir kämpfen. Hier haben wir Alexander Peer, den wir auch schon sehr lange kennen, aber auch bei uns bei der Sommerakademie vor vielen Jahren. Und eine kleine Arbeit von einer Collage von der Nadja Kalandadze aus Georgien, die auch in Wien lebt und arbeitet und die auch normalerweise große Formate macht und die extra für die Ausstellung diese kleine Collage produziert hat. Hier ist noch ein herrliches freies Insekt von Andreas, was in dem Sinne. Und darüber ist noch ein Andreas, das ist der Andreas Runhauser mit seinen Birds. Und das ist er auch, der die Ausstellung umgehängt hat. Hier ist Paulina Semkowitz, eine Künstlerin aus Krakau, die auch in Wien lebt, die wir auch schon sehr lange kennen. Und diese Arbeit wurde hier im Rahmen der Ausstellung entdeckt und wird jetzt für ein Theaterplakat benutzt, für eine Theateraufführung, die im März die Premiere hat. Hier ist noch ein Alexander Peer und zwei Nadjas Kalandadze. Und hier ist eine Arbeit von Mascha Fekete, meiner Tochter. Und hier geht es um die Freiheit, sich selbst zu sein. Hier geht es weiter. Hier haben wir noch einen Andreas Thunhauser. Und hier oben drüber ist eine Arbeit von René van der Wort. Und es heißt Herantasten. Und das ist eine Arbeit, die ist mit Klaviertasten gestaltet. Und spricht auch eine eigene Sprache. Wurde auch extra für die Ausstellung produziert. Dies sind sehr lustige Schrumpffolien, die sind tatsächlich auf A4 gezeichnet und werden dann sozusagen mit großer Hitze gebacken, bis sie dann klein werden und ganz hart. Und da geht es dann auch um die große und die kleine Freiheit. Die Künstlerin heißt Breda Sousa. Ich habe das zuerst verwechselt mit Sousa Breda, aber tatsächlich ist der Nachname Sousa. Hier ist noch ein Andreas, noch eine Fantasie. Eine freie Königin von der Mascha Fekete. Und eine freie Dame vom Hans Glaser, die sich ihres Lebens erfreut. Hier über der Türe sehen wir wieder einen Alexander Peer. Alexander Peer. Und wieder ein Vogel vom Gerd Hofer. Daneben einen Hans Glaser, Riot, extra für die Ausstellung gemacht. Gefällt mir sehr gut, weil es ein schönes haptisches Material ist. Und daneben ist wieder ein zweiter René von The Wonderworld mit seinen Tasten. Und nun kommt der böse Wolf, der sein Schaf sucht. Wieder ein Vogel. Und über dem Alexander Pleev und noch ein Vogel und zwei Sousa, Breda Sousa. Hier haben wir wieder zwei Mascha Fekete Geschichten und eine wilde Trapezkünstlerin, diesmal von der Rückseite, von der Ulrich Ladeck. Darunter ist eine Arbeit vom georgischen Künstler, von Georgi Okopiritze. Das ist eine Eisengestaltung mit einem Jugendstilgeländer, das da herausspringt.
kommt wieder eine glückliche Sula Zimmerberger über der Freiheit, die man sich erkämpfen muss vom Jan Fegete. Das ist eine Arbeit von der Olivia Altmann, I don't do boys, I do cowboys, die Freiheit der modernen Frau durch die Zeiten. Die Olivia hat ja die genau vis-à-vis von uns. Wir haben überhaupt auch durch die Ausstellung mit vielen Künstlerinnen zusammengearbeitet, die wir schon viele Jahre kennen und mit denen wir lange zusammengearbeitet haben. Aber es gibt auch etliche ganz neue Künstlerinnen. Und dann haben wir auch auf schöne Weise Künstlerinnen entdeckt, die genau neben uns hier wohnhaft sind oder hier ihre Ateliers haben. Und wir haben uns vereinigt. Das ist Natascha Auenhammer mit einer fotografischen Arbeit in der Wüste. Und daneben eine Paulina Senkowitz, die zweite in der Morgenröte. Und sie hängt über noch eine Arbeit von der Sula Zimmerberger. Und darüber schaut ein bisschen skeptisch der Thomas Nemetz mit seinem expressiven Porträt. Darunter ist wieder eine Natascha Renner, die jetzt demnächst eine große Ausstellung hat in der kleinen Galerie. Wer Zeit hat, schaut sich das an. Und noch eine Arbeit von der Mascha Fegete. Die ist über einer zweiten Skulptur von, einer dritten Skulptur von Osama Zata. Hier wird ein Kind thematisiert, das in einer Maske eine Zwiebel tragt. Und da geht es auch um die Freiheit der Kinder, und vor allem bei kriegerischen Auseinandersetzungen. Denn diese Zwiebel hat man sich in die Masken gegeben in Palästina, wenn es Gasattacken gab. Das soll das thematisieren. Hier sind wieder zwei Herantasten, Klaviertasten von Bonnet. Schön kombiniert mit einer weiteren Natascha Renner und noch ein Pool und auch Bibiken. Die hat natürlich selbst gestaltet. Und eine herrliche weitere Trapezkünstlerin von Andy Gladek. Das ist Winfried Gerstl mit einer Arbeit, die er gemacht hat, wo er gedacht hat, das passt sehr gut zur Freiheit. Man kann hier über die Mauer steigen oder auch nicht. Und hier ist eine Arbeit von mir, das ist die Venus als Allegorie Reshape Your World. Man kann sich seine Welt, sollte sich seine Welt neu schaffen. Die Renaissance-Künstler waren die ersten, die das eigentlich gemacht haben. Und darüber ist ein kleiner Himmel vom Andreas Grünhauser über der Venus. Eine Gedankenwolke. Der Himmel über der Venus. Ja. Nicht über der Venus. Ja. Hier ist noch ein Ernst Strahler mit dem Andreas Rosenberg kombiniert. Und hier haben wir eine Künstlerin, die wir noch nicht gesehen haben. Das ist die Silvia Gröbner, die hat ihr Atelier auch hier in der Sechs-Schimmel-Gasse, auch mit ihren Fantasie-Insekten. Die haben alle ganz lustige Namen. Und darunter eine Arbeit von der Pia Arnström, eine schwedische Künstlerin. Diese Arbeit heißt The Cell, die Zelle. Natascha, René, Dwayne mit seinem Moneyball. Und das ist die Elisabeth Pinker mit zwei introspektiven Selbstporträts. Und sie wohnt auch hier direkt neben uns. Und hier haben wir wieder den Staller. Diesmal schaut der Wolf schon ganz hungrig auf das Schaf. Und als letzten Künstler, den wir noch nicht vorgestellt haben, ist der Tim Wolf. Er hat drei Zeichnungen gemacht, die heißen In Memoriam. Sind Erinnerungsskulpturen. Und diese Arbeit hat Silvia Gröbner für die Ausstellung gemacht. Und zu Ende zeigt euch noch das Plakat der Ausstellung. Danke für eure Aufmerksamkeit.
Aha.